Moin Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Eintracht Frankfurt vom Turnier. Und wir sehen es, wir sind wieder letzter. Benfica hat gewonnen gegen Man City. Und jetzt müssen wir Benfica irgendwie schlagen, dass wir nochmal Möglichkeiten haben, weiterzukommen. Aber am letzten Spieltag geht es ja gegen Man City. Und ja, dann konnte ich lange rein. So Leute, so sind wir in Benfica angekommen und wir haben eine Veränderung gemacht. Gräfe geht für Nacht. Tikal. Genau. Das ist die einzige Veränderung, die wir gemacht haben. Mal schauen. Weil wir brauchen einen neuen Sechser da. Hier keiner. Onyumi kommt. Da ist die Chance. Doch, schade. Erste Ecke. Onyumi ist da und da steht wieder 1-0. Let's go. Ich denke mal, Benfica ist so die Mannschaft, wo wir doch ein bisschen Chancen haben, was das Siegen angeht. Auch wenn es knapp ist, aber eine kleine Möglichkeit ist halt immer gegen Benfica da. Ah, 1-1. Da habe ich eigentlich schon eher gepasst. Oh, stark. Kommt das? Wird das was? Nee, leider nicht. Ein Tick eher und wir wären dran gewesen. Also jetzt unentschieden gegen den Ficker und ein Sieg von Man City, dann ist es vorbei. Sag ich euch so, wie es ist. Wow. Wohin? Oh, schade. Geht hier. Oh ja, oh ne, schade. Ich dachte doch eher, sie passt wieder zum Keeper zurück. Weil die meisten machen das ja in den meisten Fällen so. Aua, saubere Grätsche. Freigang. Laura Freigang holt sich lieber mal die Ecke raus, weil sie weiß, Ecken sind für gut. Mit Anjumi und so ist es. 2-1. Ecken sind wirklich sehr stark. Vorteil habe ich aber genau nicht. Johannes, ist der Johannes, musst du aufpassen. Let's go, stark. Da ist die Chance. Oh mein Gott, wie knapp waren das?
Zentimeter gefehlt. Da so ein Hund. Sauber. Vertikal. Das war's, Leute. Wir sind gleich wieder. So, Leute, kleiner Vorteil für uns. Sevilla liegt vorne. Aber Sevilla ist auch sehr krass unterwegs, sage ich euch so, wie es ist. Also mit der Frauenmannschaft mäßig her. Die Männer jetzt nicht so, aber die Frauen. Also hier im FIFA zumindest crazy. Dann lädt sie uns ein und es gibt eine Ecke. Wir wissen ja, wer da ist. Anjumi, Dreierpack. Let's go. Anjumi schießt heute Benfica komplett alleine weg. Zwei, drei. Ah, schade. Aber wieder ein knappes Ergebnis hier zwischen wir und sie wieder. Sie wieder, sag ich schon, Münchiger. Natürlich kommst du zum Ausgleich. Das ist so, es ist so. Hinspiel lag nur 2-0 vorne. Kam das 2-2. Jetzt lag man wieder 2-2 vorne. Ich weiß ja nicht. Schade. Können sie leider auch nicht mehr zurückerobern. Nein, das kann nicht wahr sein. Jungs. Jungs. Was auf einmal passiert hier? Benfica einfach eine komplett andere Mannschaft geworden. Eieieiei. Oh mein Gott! Was passiert hier? Alter, wenn er reingegangen wäre, ne? Das wäre Traumtor des Monats gewesen. Oh, die kommt nicht gut. Und die ist weg. Das war diesmal eine schlechte Ecke. Wird diesmal lang gehauen. Lange Hafer. Schön auf mich. Ja, nehme ich mit. Das Foul nehme ich gerne mit. Wie schlag ich den Ball hier so rein, so? Ah, ich hole mir lieber doch die Ecke ab. Sonst geht für Pavolek. Natürlich. Oh, was? Nein, an Jungi nicht mit ihr Viererpack. Nein, das kann nicht wahr sein. Es ist jetzt schon das Aus. Gegen Benfica. Abseits.
Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Schieber. Ich muss nach vorne. Fällt mir nichts ein und das war's. Wir verlieren gegen Benfica Leute und so verabschieden wir uns aus der Gruppenphase. Aber wir sind gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder. Wir sehen es. Man City hat ebenfalls gewonnen. Also das war's für uns. Letztes Spiel halt gegen Man City. Wir haben Man City halt noch wirklich alles versauen. Und ja, noch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch rein und